Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer und alle anderen, die auch noch da sind, zu einer neuen Kreuzworträtselrunde. Und ja, es ist mal wieder soweit. Bevor ich richtig loslege, beziehungsweise während ich richtig loslege, wollte ich mal Bescheid geben. Eventuell sieht das in den letzten Tagen ein wenig so aus, als wäre ich ein wenig ausgeschlafen. Also ein wenig ausgeschlafen tatsächlich. Benachrichtigung bitte weg. Das war meine, nicht eure. Und es ist tatsächlich so, ich habe die letzten Tage ein wenig investiert für... um etwas zusammen zu programmieren. Und tatsächlich bin ich fast fertig damit. Und ich würde mal sagen, hier erfahrt ihr es als erstes am Montag. Von jetzt an gesehen wird es einen Stream geben, in dem ich das Ganze mal zeigen werde. So, jetzt machen wir mal das Rätsel hier, denn Eigenwerbung stinkt. So, binnen kurzem, weiß ich noch nicht. Dünkelhaft? Also, so dünkelhaft ist ja schön. Lokal. Ein Lokal ist ein Pub, zum Beispiel. Ist aber hier nicht gemeint. Tropenvogel. Na, natürlich, der Ara mal wieder. Die Gewürzmischung. Sprühmittel ist ein Spray. Ja. Lokal ist eine Bar. Ist nicht nur ein Pub möglich, sondern auch eine Bar. Eine Getreideart ist, würde ich erstmal rauslassen, bis ich hier den nächsten Buchstaben habe. Eingang ist eine Tür zum Beispiel, ja. Dann hier der Vulkan auf Sizilien, den hatten wir auch schon mal gehabt. Das ist nämlich der Ätna. Umgangssprachlich leichter Rausch. Ich bin gerade nicht ganz sicher. Hier meinen die bestimmt Curry, genau. Ein Schwips könnte das sein. Dann wären das hier nämlich die Penne. Ja, sind sie auch? Dann ist das der Schwips. Haha, es läuft. So, binnen kurzem weiß ich immer noch nicht. Bettwäschestück. Ist die Decke oder das Laken? Bin ich mir noch nicht sicher. Vor allem wüsste ich dann nicht, was hier der Ablehnungslaut sein soll. Antriebskraft. Oh meine Güte, was die hier alles heute wissen wollen. Bedeutung ist natürlich erstmal der Sinn, oder auch nicht? Schade. Sinnesorgan könnte Nase, Auge... Mangel ist auch ein Makel. Aber... wow. Aber wenigstens wissen wir, dass es jetzt das Auge hier ist. Anstellerei. Schiffstyp. Was gibt's da für welche? Kippwagen. Der Kippwagen war die Lore gewesen. Das wissen wir noch. Nachlass ist das Erbe. Mediziner, Mehrzahl sind natürlich wieder die Ärzte. Ja. Bester Beruf der Welt. Oder so. Bühnenaufzug. Meinen die jetzt das Set? Nee, meinen sie nicht. Akt war's. So. Wie hieß denn das? Ein Akteur, ein Mime. Ah, das meinen die. Getreideart ist dann der Mais. Grober Klotz ist dann wohl ein Barbar. Also im Sinne eines Menschen gemeint. Oui kennen wir natürlich auch. Karibu, afrikanisch für willkommen, ist dasselbe wie eine Vogelart, wenn das glaube ich... Ich glaube, das war eine Vogelart. Sternberg könnte die gleiche Abkürzung sein wie Steuerberater. Erstmal machen wir hier die Oase.
Bergen ist auch Retten. Und ja, dann haben wir STB hier stehen. Ehemaliger Soldat ist natürlich der Veteran. Der Veteran durch den Wind. Portugiesisch Fluss. Weiß ich noch nicht. Übrigens hier, Manco. Manco mit K oder mit. Ja, mit K. Dann ist der Schiffstyp der Kutter. Auch nicht schwer, auch nicht schwer. Das weiß ich tatsächlich nicht, aber Rio wird es denn wohl sein? Ja, jetzt habe ich gelernt, was Portugiesisch, was Fluss auf Portugiesisch heißt. Könnte das nicht sogar sein, dass es im Spanischen genau dasselbe Wort ist? Griechische Göttin. Noch nicht. Gewichtsmesser ist natürlich die Waage. Haben wir hier wieder? Nee. Diesmal nicht. Das waren ja, glaube ich, auch die nordischen Götter, waren die Asen, genau. Dünkelhaft ist dann wohl arrogant. Mensch. Natürlich. So, was haben wir denn noch? Binnen kurzem ist zeitnah. Das wollten die haben. Bettwäschestück, was könnte das denn sein? Bezug. Ah. Und dann ist nämlich Bah der Ablehnungslaut. Antriebskraft ist Gas. was haben wir jetzt noch? Frauenname. Mira. Einfach mal so probieren. Tina. Aber das geht nicht. Anna vielleicht? Nee. Erna? Tatsächlich ist es Erna. Bedeutung ist dann wohl der Wert, genau. Oh, der Altstadtteil von Tokio. Das weiß ich tatsächlich nicht. Nemu wird es, glaube ich, nicht sein. Wird es nicht. Neku? Nein, nee, nee. Oh Gott. Nenu, Nepu, nee. Nezu, Nezu. Aha. Wieder was gelernt. Anstellerei ist wohl Getue. Und es hat geblinkt. Das heißt, wir sind hier durch und haben keine Buchstaben übersehen. Das ist aber schön. So, ab zum zweiten. Brasilianischer Tanz. Ich habe keine Ahnung, was Reality Show, dass das eine Abkürzung hat. Mensch. Gut zu wissen. Monat im Frühling ist klar. Das ist das. Ich glaube, den brasilianischen Tanz, den weiß ich auch schon. Schwanzlurch. Okay. Nicht sehend. Das weiß ich auch. Okay, dann ist der Schwanzlurch was anderes, als ich dachte. Spaßmacher. Nee, weiß ich noch nicht. Abkürzung Akkusativ. Das ist eine gute Frage. Doppelgänger, Doppelgänger, Wüstenschiff. Was ist denn ein Wüsten? Ach so, genau. Okay, dann ist das. Moment mal. Ah, okay. Ja. Dann weiß ich jetzt auch, was der Schwanzloch ist. Glücklicherweise. Was haben wir hier nochmal? Also, wir haben.
Okay, ja. Ich glaube, ich habe das Wort schon, aber ich will noch gucken, ob hier ein O hinkommt. Ja, kommt es? Okay, ja, dann müsste hier bei der 6 ein G hinkommen. Ja, ist es. Hier ein I und hier ein E. Bloß die Gelenkerkrankung ist mir gerade nicht klar, aber Transportutensil könnte ein Kasten sein, aber nee, geht nicht. Was war denn nochmal die Garnitur? Hilfe, das hatte ich schon wieder vergessen. Och nein. Naja, jedenfalls, ich wollte nochmal hier sehen: Hundelaufband. Hundelaufband. Meinen die jetzt ein Laufband, auf dem Hunde laufen, oder meinen die das, womit sie angedings sind? Oh Mann. Also, wenn man mit denen Gassi geht, womit man die. Ach. Was auch immer. Also ich sag jetzt einfach mal, das Lösungswort ist Biologie und fange jetzt mal an. Samba ist hier richtig. Insel der Balearen weiß ich noch nicht. Alkoholisches Mixgetränk ist Pina Colada ist es nicht. Dickflüssiges Sekret. Was könnte ein dickflüssiges Sekret sein? Nee, dafür hat es zu viele Buchstaben. Ich sage nicht, was mir gerade durch den Kopf ging. Englischstraße. Road. So. Fettig ist ölig. Ärgergerät ist natürlich die Ägä. Altgriechische Philosophenschule. Nein, noch nicht. Italienisch Haus. Ich glaube nicht, dass es dasselbe ist wie. Doch, es ist dasselbe wie im Spanischen. Mensch. Enge Stoffhose. Weiß ich gerade noch nicht. Berechtigt ist legitim. Auf jeden Fall schon mal. Monat im Frühling ist der Mai. Der GAU, der größte anzunehmende Unfall, ist ein schwerer Reaktorstörfall. Dann, übrigens, es gibt auch noch den DAO, den dümmsten anzunehmenden User. Haben ITler öfter mal mit zu tun. Lebenssaft ist natürlich dann Blut. So, außerdem der Hit von Helene Fischer. Ja, ausnahmsweise kenne ich mich da mal aus. Ach so, Leggings. Leggings ist hier gemeint, ja. Fluss in der Schweiz. Ich finde das so fies. SBR? Nee. Was ist denn, was gehört denn noch so alles? Also, was gehört denn zum ARD? Hessenrundfunk? HR. So. Ach, das Hundelaufband war die Leine. Ja, mir ist es gerade wirklich nicht eingefallen. Ich sollte wirklich in nächster Zeit mal wieder öfter schlafen. Dann klappt das vielleicht auch wieder. So, Garnele. Aber trotzdem, auch wenn, Moment. Das machen wir erstmal. Schleim. Ich würde auf jeden Fall trotzdem meine mittlerweile Routine hier nicht aufgeben wollen. Und trotzdem jeden Tag mal Zeit finden für ein bisschen Kreuzworträtseln. So, machen wir erstmal hier das Kamel noch rein. Dann der Schwanzlurch ist wahrscheinlich der Molch. Hoch, Molch. Jetzt weiß ich, was die wollten. Die wollten den Komiker. Ich habe die ganze Zeit mich gefragt, meinen die denn Comedian? Meinen die Komödiant? Nein, es war der Komiker. Ah. Tja. So, Doppelgänger. Dann ist das wohl ein Klon. So. Die Garnitur, wie gesagt, ist mir gerade wieder entfallen. Die Verse. Oh, das war so ein Wort, das habe ich mir doch nicht gemerkt jetzt. Hilfe. Tar. Tar. Tara. Tara war es, nicht Tare. Mittelmeerstaat. Erstmal Tonabnehmer. Tonabnehmer.
Ich glaube nicht, dass das TA ist. Doch, ist es. Achso, dann meinen die Italien. Ja. Altgriechische Philosophenschule. Elea heißt es. Ah, okay. Insel der Balearen, weiß ich immer noch nicht. Okay, dann weiß ich aber wenigstens, dass hier Sangria reinkommt. Die Baleareninsel ist dann wohl Ibiza. Ach, die meinen diese Reality-Show. Oh mein Gott. Gibt's die denn noch? Ich muss dazu wieder sagen, mal, ich bin kein Fernsehzuschauer mehr. Schon ewig nicht mehr. So. Gelenkerkrankung. Ja, ach ja, das kenne ich auch irgendwoher. Ausruf. I. Oh. He. Ha. Meine Wenigkeit ist ich. Achso, oder meinen die ach. Edelstein ist dann natürlich der Huch. Das wollte ich nicht. Saphir. Ja. Eine Garnitur war ein Set. Ja, natürlich. Und die Tasche ist das Transport- und Utensil? Mensch. Ach so, die meinen als Verse die Hacke. Ich dachte, die meinten jetzt irgendein ganz besonderes, besonders komisches Wort. Ja, da ist es ja doch leichter gewesen, als ich es mir vorgestellt habe. Mensch. Alles wieder mal geschafft. Mal gucken, wie lange hat es gedauert? Oh, 17 Minuten, ein bisschen. So, morgen kommt dann womöglich ein Telekom-Rätsel mit dazu. T-Online-Rätsel, meine ich. Denn, ja, ich habe das irgendwie falsch mal angekündigt. Heute ist ja eigentlich für diejenigen, die das gegebenenfalls direkt nach dem Hochladen schauen, ist ja eigentlich Samstag. Ich habe ja gesagt, ich mache samstags die T-Online-Rätsel, aber ich rätsel die erst am Samstag. Das heißt, ihr kriegt die ja erst am Sonntag zu sehen. Ah, hätte ich mich mal anders ausdrücken können. Aber vielleicht habt ihr es auch so verstanden, weiß ich nicht, keine Ahnung. Weil Preisrätsel war ja auch immer sonntags zu rätseln und montags hochzustellen, damit nicht Leute einfach so bei mir abschreiben können. Wobei mir das ehrlich gesagt ziemlich egal ist. Und wahrscheinlich auch den Leuten, die diese Rätsel hochstellen. Ob da irgendjemand irgendwas kontrolliert, ich habe keine Ahnung. Na, jedenfalls mit diesen Worten verabschiede ich mich und freue mich schon aufs nächste Mal. Ich hoffe, da geht's auch wieder so relativ flüssig. Und ich hoffe, ich bin dann mal wieder ausgeschlafen. Also dann, bis zum nächsten Mal.